Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena und wir sind wieder da. Die Tarot ist auch da. Die Montag nach der Wochenende. Vielleicht jemand hat diese Wochenende gearbeitet. Mal schauen, meine Lieben. So, wählt bitte eure Stapel. Die Stapel Nummer 1. Du hast heute die große Arkana, das ist 20. Arkan, die Gericht, große Gericht oder Gericht. Das heißt große Transformation, letzte Transformation in diesem Bereich. Das heißt, etwas verändert sich, dein Status könnte sich verändern. Das heißt, deine Sicht auf andere deine Sicht auf irgendwie eine Situation. Kann sein, dass du etwas klarer siehst, dass du veränderst deine Sicht und deine Meinung zu jemandem oder zu einer Situation, meine Lieben. Das könnte auch sein Aufwachen. Endlich, du bist aufgewacht und siehst die Situation anders, von anderer Seite. Eigentlich, das ist keine schlechte Karte. Kann sagen, noch karmischer Tag heute. Der Engel des Loslassens. Passt, perfekt. Dinge loszulassen hilft dir, dich von Ballast zu lösen und deine Seele zu befreien. Sei es ein Streit, Liebeskummer oder eine bedrückende Situation. Löse gedanklich diese Verbindungen und gib die negativen Gefühle frei. Loslassen bringt alles ins Fließen und macht dich glücklich und zufriedener. Dein Engel wird dir dabei helfen, dich von Dingen oder Menschen zu trennen, die dir nicht gut tun. Alles, was nicht gut tun, wird heute weg. Lass das los, desto besser für dich. Stapel Nummer 2, meine Lieben. Oh Gott. Hier ist auch Transformation. Hier ist etwas Schmerzhaftes. Wenn diese Karte zeigt uns, Mensch sich transformiert, Mensch akzeptiert Situation. Hier kann sein, dass du willst nicht wahrhaben. Etwas plötzlich taucht auf, die Situation, das ist wie ein Pickel, der explodiert zum Beispiel. Unangenehm, unangenehm, aber dann kommt Schmerz vorbei. Sobald das weg ist, ist Schmerz weg. Transformation, genauso wie diese Karte. Das heißt, meine Lieben, heute in der Welt überall ist eine Transformation. Aber, meine Lieben, wenn wir schauen auf diese Karte, hier haben wir die Sonne. Das heißt, dieser Schmerz sollte normalerweise nicht so lange sein. Je nachdem natürlich, wenn du das losgelassen hast, so wie hier habe ich gelesen, wirst du glücklicher, befreiender. Das ist wie nach Gewitter atmet man leichter. Glaubt mir, meine Lieben. Der Engel der Dankbarkeit. Bitte deinen Engel, dir alles Gute in deinem Leben von Augen zu führen. Dankbarkeit, die von Herzen kommt, ist ein wichtiger Bestandteil des Glücks. Wenn du aufmerksam und dankbar bist, wirst du auch dich selbst besser kennenlernen. Sei dankbar für alles, was du in deinem Leben hast. Und begegne dir und deinen Mitmenschen voller Dankbarkeit. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, alles Gute und alles Liebe. Befreit euch heute, meine Lieben. Lasst alles los, was euch belastet. Gedanken, Menschen, Situationen. Auch irgendwie welche Sachen. Vielleicht leere deinen Schrank. Das hilft ab und zu. Meine Lieben, alles Gute und alles Liebe. Einen wunderschönen Start in diese neue Woche. Herzlichen Dank. Tschüss, Papa.